Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Serratus 1. Es ist wieder Zeit für eine Erweiterung und heute kommt die Kita dran. Hier seht ihr die Erweiterung. Hat die Artikelnummer 6386 und könnt ihr direkt bei Playmobil im Online-Shop bestellen. Kostet dort 20 Euro, mit Versand 24 Euro. Ganze Menge Teile dabei. Hier die Bodenplatte, die Verbindungsteile, die Anleitung, hier verschiedene Wandelemente, ein Teil vom Dach, hier nochmal Verbinder und Teile von der Einrichtung, hier der Türrahmen. In dem Beutel ist die Türe, nochmal ein Dachteil und so Wandelemente, Verbinder. Jetzt bereite ich alles vor, verbinde die einzelnen Teile und dann beim Aufbau sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt kann es losgehen. Ich habe die Teile vorbereitet. Hier vorne an die Ecke kommt so eine Fahne hin. So ein kleines Geländer und dasselbe nochmal hier. So, hier kommt die Sprossenwand hin. Hier kommt eine Wand hin mit so einem Fach, das kann man rausnehmen. Oben eine Ablage. Daneben kommt die Tür hin. So, und hier oben kommt so eine Rolle hin. Und auf diese wird so ein Seil gespannt mit Ringe. So, und da können dann die Kinder später turnen. Könnt ihr dann in der Höhe verstellen, wenn ihr das mehrmals rumwickelt. Jetzt fehlt noch das Dach. Hier an die Seite wird dann noch ein Reifen angebracht. Dann sind noch zwei Matratzen dabei, damit die Kleinen auch mal ein Schläfchen machen können. Die beiden werden hier hinten eingesteckt. So, jetzt fehlt hier noch eine Stufe. Und ein Ball. Und die Erweiterung, die Turnhalle für die Kita ist fertig. Sieht doch richtig super aus. Hier die Sprossenwand, der Reifen, die Ringe, die Tür lässt sich nach innen und nach außen öffnen. So sieht die Erweiterung von außen aus. So, und jetzt bringe ich sie an der Kita an. Dazu muss ich hier noch zwei Verbinder befestigen.
So, der große Moment ist gekommen. Jetzt befestige ich die Erweiterung an der Kita. Also laut Plan muss die Erweiterung hier hin. Aber man könnte die auch etwas nach hinten verschieben. Dann würde es so aussehen. Also das könnt ihr eigentlich dann machen, wie ihr wollt, wie es euch gefällt. Ich mache es jetzt mal vorne fest. So, und das war's schon. Sieht doch richtig toll aus. So, hier seht ihr jetzt nochmal die komplette Kita. Die ist jetzt wirklich richtig groß geworden und sieht richtig toll aus. Also vorher war es ja auf der Seite, fand ich immer so ein bisschen abgehackt, so abgeschnitten. Hat irgendwie nicht so gut zusammengepasst und jetzt, dank der Erweiterung, sieht es wirklich super aus. Jetzt gebe ich euch mal die Maße an. Die hat jetzt eine Breite von 60 cm und eine Tiefe von 45 cm und eine Höhe von 35 cm. Also nimmt ganz schön viel Platz weg. Falls ihr vorhabt, auch eine Erweiterung zu kaufen, die Kita dann zu vergrößern, dann müsst ihr gucken, dass ihr genügend Platz auf eurem Schrank habt oder auf eurem Boden im Zimmer. Jetzt zeige ich euch nochmal die Kita von der Rückseite. Hier die Rückseite und dank der extra Tür hier können die Kinder jetzt direkt in den Garten gehen zum Spielplatz. So, ich bin fertig mit meiner Erweiterung für die Kita. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, empfehlt mich weiter, teilt das Video und hinterlasst ganz viele Kommentare. Und bis zum nächsten Mal, euer Serratus 1.